Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, auch dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr seht, ich bin ein bisschen müde, ich habe ein bisschen verpennt. Das heißt, das Video wird auch ein bisschen später kommen, weil ich gleich noch zum Friseur muss. Eigentlich kann ich noch eine Woche warten, aber ich hatte irgendwie Bock drauf gehabt. Und ja, bevor wir zu meinem neuen Road to Glory Team kommen, zu meinem neuen Upgrade, würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, und zwar Streaming auf Twitch. Und zwar würde ich gerne mein Streaming-Programm ein bisschen abändern. Ihr könnt natürlich gerne in der Videobeschreibung schreiben, was ihr davon hält. Also, ich würde gerne wahrscheinlich heute Abend auf YouTube streamen. Morgen bin ich in Duisburg für einen Ausflug. Das heißt, ich würde wahrscheinlich ziemlich spät zurückkommen. Stream wird wahrscheinlich abhängig davon sein, wann ich zurückkomme. Wenn es nach 10, 11 Uhr ist, dann werde ich wahrscheinlich auf Twitch streamen. Davor werde ich dann schon auf YouTube streamen. Und die letzten Weekend League Spiele, hoffentlich natürlich um Elite, wird auf Twitch sein. Ja, das allererste Mal auf Twitch. Mehrere Gründe. Einfach, ich habe es gestern zum Beispiel nochmal ausgetestet. Und also der Support war schon so krass. Also ich habe mit 50 Leuten gerechnet. Wir waren durchgehend über 200 Leute für meinen ersten, Anführungsstrichen, großen Stream, war das schon sehr, sehr krass, würde ich sagen. Und die Qualität ist da besser. Es fühlt sich einfach für mich an, als wäre es ein neues Spiel, ein neues FIFA, dieses Twitch. Ja? Qualität besser, Chat war clean, absolut clean, no AIDS. Ja? Wir wissen, wie schlimm das hier auf YouTube manchmal sein kann, aber auch wie schön. Natürlich werde ich noch einige Personen fragen, was sie davon halten. Zum Beispiel Sempo, Michael Huber, Dominik, die immer am Start sind und immer mich supporten. Was die davon halten. Aber einige, die immer am Start sind, wie mein Mod Ali, Optics, die sind schon rübergegangen. Die fanden das auch, glaube ich, besser als YouTube. Wie gesagt, die Quali an sich, das Bild, Ton anscheinend, soll nochmal besser sein. Emojis, also einfach alles, was möglich ist. Das Raiden von anderen Leuten, ja. Ich muss nicht einen Link reinposten, ich kann dann direkt alle Leute rüberschicken. Also, ich würde es gerne mal ausprobieren, austesten. Wie gesagt, heute Abend auf jeden Fall auf YouTube nochmal ein Stream. Morgen 50-50 und übermorgen wahrscheinlich mal auf Dings, auf Twitch. Und ja, ich würde auch gerne auch andere Sachen bringen, ja? Zum Beispiel auch Fortnite, also irgendwo viele Sachen mit Community. Ich werde jetzt nicht so lange darüber reden. Ja, einfach mal unten meinen Twitch-Kanal auschecken, wenn ihr Bock habt. Ja, wird auf jeden Fall ein paar Streams kommen und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann entscheiden, ob ich dann halt auf Twitch bleibe oder auf YouTube bleibe oder es irgendwie so 50-50 halte, wenn es gehen sollte. Ich weiß nicht, manche haben auch geschrieben, wenn du der Partner bist, dann wird es nicht mehr gehen, aber es wird ja noch einige Wochen dauern. Dann würde ich sagen, habe ich genug geschnackt über das Thema. Es geht mir weiter zu meinem neuen Team und viele haben es natürlich schon geahnt, es war jetzt keine Überraschung. Wir haben Team of the Year Neymar uns gegönnt. 4,811 Millionen. Ich habe mitten in der Nacht, da konnte ich irgendwie nicht schlafen, habe ich das gesehen, gegen jemanden ein Beat-Battle gehabt, ja. Ich hatte insgesamt 4,82 Millionen gehabt zu dem Zeitpunkt. Also hätte er 10.000 mehr geboten, wäre ich raus gewesen. Aber genau bei 4,811 hat er aufgehört. Ihr seht, drei Spiele habe ich schon gemacht. Drei Tore, ein Torvorlage. Ein Spiel war gegen Sweater. Das Interview wird auch die kommenden Tage, kommenden Wochen kommen. Könnt ihr mal auch checken auf jeden Fall auf seinem Kanal. Und zwei Spiele haben wir gestern im Rivals gemacht. Hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Haben wir gestern im Twitch-Stream ein bisschen ausgetestet. Und wir haben ein bisschen Benzema getestet, auch in Rivals, Division 1. Und ich muss sagen, bis jetzt ein bisschen enttäuschend die Karte. Jemand hat mir geschrieben, das könnte an einer mittelgeringen Arbeitsrate liegen, dass er halt wirklich, der war unsichtbar. Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Der war immer irgendwo, aber nicht richtig. Er stand nie richtig, ne? Und das hat mich ein bisschen gestört. Wir werden aber, glaube ich, heute mal testen. Vielleicht testen wir heute Abend den mittleren Stürmband, ja, Hernandez. Wollten ja auch viele sehen, was ich von denen halte. Und dann würde ich sagen, in dem Video, schnacken wir jetzt nicht so lange, gehen wir mit Team of the Year Neymar rein und Benzema Champions League Karte. Ronaldo ist notfalls da auf der Bank. Wir werden in diesem Video die ersten beiden Food Champions Spiele machen. Und dann würde ich sagen, let's go. Ah, Freunde, ich habe es vergessen. Bevor wir reingehen in das erste Spiel, zwei Sachen nochmal. Das Team, ja, kostet ungefähr 18 Millionen, rechnen wir kurz durch, 5 Millionen, 1,5 Millionen, Ronaldo 1,5 Millionen, 2 Millionen, 1,8 Millionen, also 2 Millionen ungefähr, ich glaube 4 Millionen, 1 Million und dass die alle zusammen sind, vielleicht mit der Bank 1 Million, also mit der Bank vielleicht 17, 18 Millionen wert, ja, und eine andere Frage ist, YouTube, ist das bei euch auch für verspackt? Also Handy kann ich reingehen, aber auf dem PC klappt das alles nicht. Also auf dem PC komme ich nicht in YouTube rein. Und damit hatte ich auch gestern im Stream Probleme gehabt. Ich habe Angst, dass heute Abend das auch passieren könnte. Deswegen, falls jemand das Problem hatte und es gelöst hat, gerne in die Videobeschreibung. Viele haben auch geschrieben, das könnte ein Zeichen sein, ja. Geh auf Twitch, aber
Ich weiß nicht, also ich, das Einzige, was bei mir hilft, ist einen Router neu starten, aber nach einer Zeit ist dann, aber nur die eine Seite YouTube halt verspackt. Ich verstehe es nicht, warum das so ist. Deswegen, wenn ihr es wisst, gerne in die Videobeschreibung. Sein Team sieht solide aus, aber muss sagen, schwach. Ja, Optimus Gerard, das ist schon mal geil, aber Saha sehen wir, Lukaku als Innenverteidigung. Ja, Spieler out of position müssen wir gewinnen eigentlich mit einem neuen Team. Schauen wir mal, was Benzema und Neymar reißen können. Let's go! Also, ich muss dazu eigentlich nichts sagen. Wie krass fühlt sich Neymar an? Habt ihr diese Drehung gesehen? Ist er vom Dribbling her besser als Ronaldinho oder Cruyff? Ja, die habe ich ja beide auch getestet und waren für mich die bis jetzt zwei besten Dribbler. Er spielt auf jeden Fall oben mit. Jeder hat einen anderen Stil. Ronaldinho, Cruyff, die haben alle ein bisschen leicht anderen, ja, Dribbling-Stil. Aber geil ist es auf jeden Fall. Die haben nämlich alle die Bälle nah am Fuß. Testen wir mal die Flanke von Neymar auf, oh shit. Oh, wow! Es sieht so aus, als würde die daneben gehen. Das haben wir gestern in Rivals auch schon mal gemacht. Aber das wird sehr, sehr gefährlich. Die Flanken von Neymar auf Mbappé, ich glaube, das werden wir sehr, sehr häufig in der Weekend League sehen. Was war das für eine krasse Flanke von Neymar, Mann? Oh mein Gott. Ich dachte, die geht schon daneben und dann macht da, kommt da sowas. Uhuhu. Komm, Benze jetzt. Benzema. Benzema! Oh, Benzema, erstes Tor. Freut mich echt für den, Mann. Ich hab's gesehen, ich wollte unbedingt mal mit ihm ein Tor machen. Es liegt wahrscheinlich echt an seiner mittelgeringen Arbeitsrate. Also, ich habe ja eingestellt, dass die Spieler auch, also die Stürmer auch nach hinten kommen sollen. Und das ist ja ganz, ganz krass, muss ich sagen. Er kommt auch gut nach hinten, verteidigt hinten gut mit, aber die Runs nach vorne fehlen dann ein bisschen. Aber da, das hat er jetzt diesmal gut gemacht bei der einen Aktion. Steven Gerrard, okay, GG, erster Schuss, glaube ich, vom Gegner, aber, ey, gönn ich, Steven Gerrard, gönn ich das Tor. Test mal deine Kopfballstärke von Neymar. Ey, da ist er doch. Ja, war auch geil geflankt von Lala, muss man sagen, aber ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger war, gucken wir mal ganz kurz, Dani Alves, okay, ja, er ist nicht der Größte und hat sich ein bisschen verschätzt. Das ist schon mal wichtig, zu wissen, dass er auch die Kopfball-Duelle gewinnen kann. Bei der Leitkarte hat es schon gut geklappt. Das müssen wir mal diese Weekend League auf jeden Fall mal testen. So, Freunde, Spiel beendet. 4-1 war ja, ja, muss man sagen, mein Team war natürlich jetzt schon 10-mal stärker als sein Team. Neymar 2 Tore, eine Torvorlage, stabil. Ja, ein Schuss, ein Tor, man kennt mich. Lass ich direkt rein. Oh, Irgendwas wollte ich gucken. Ach, keine Ahnung. Egal, wir gehen auf jeden Fall direkt mal ins zweite Match. So, Freunde, der zweite Gegner für dieses Video und auch für diese Weekend League, muss man leider sagen, auch ein sehr, sehr schwaches Team. TV Twitcher ist sein Name. Also sehr, sehr schwach, muss man einfach sagen. Es ist natürlich komplett Müll, ne? Aber für die Weekend League, für diese Zeit, für diese Phase gegen mein Team, ist es natürlich schon schwach. Schauen wir mal, was wir reisen können. Let's go! Was der Benzema drauf hat. Oh, Lattenkreuz. Also in der Luft ist er, glaube ich, nicht so schlecht. Ederson. Stark gehalten. Also Gegner ist auf jeden Fall nicht schlecht. Darf ihn nicht unterschätzen. Moment. Erstmal schnell ein Eckballtor. Ah, doch nicht. Oder doch? Oh. Was? R9? Oh mein Gott, ich hab den schon drin gesehen. Wieso? Hä? Boah, aber jetzt, Digga. Aber jetzt, R9. Aber jetzt. Der war 10-mal schwieriger, glaube ich, zu machen als eben der. Obwohl, ja, so ein Powerschuss. Boah, in den Knick. Let's go. Oh, komm. Okay, okay, alles gut, 1-1. Gegner, wie gesagt, nicht schlecht, aber ich dachte, ich wäre noch dran gewesen. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Benzema gegen den Pfosten, aber ich habe auch keinen, finde ich, ein bisschen verkackt. Glücklicher Rebound, Anstoßglitch. Und Benzema jetzt. Benzema, okay, hätte mich aber wirklich jetzt
gewundert, hätte er den jetzt nicht gemacht. Das war. Ich habe nur kurz gewartet, ob der den Torwart bewegt. Ne? Hat nicht bewegt, dann dachte ich, komm, der muss dann rein. Komm, im Bab. B! Okay, das müsste die Entscheidung sein. Er drückt auch auf Pause, könnte auch ein Rage Quit sein. Ja, ist unfair, muss ich sagen. Er war wirklich ein starker Gegner, gebe ich zu. Wenn sein Team ein bisschen besser wäre, beziehungsweise ja, stärker wäre, so ähnlich wie meins. Nehmen wir diesmal ohne Tore, aber da wird zwei Torvorlagen. Benzema, Tor und Torvorlage. Also, ja, kommt langsam hier rein. Aber sogar noch ein, ja, der ein bisschen neu ist, aber. Ja, was soll ich machen, Freunde? Kann ich auch nicht wie immer denselben Fehler machen und das ernst nehmen, ne? Und dann verliere ich das Spiel. Sondern da muss ich durchziehen. Genauso spielen wie gegen jeden anderen Schwitzer. Kurze Zusammenfassung. Neymar scheint wirklich perfekt zu sein. Man müsste nur schauen, ob er halt noch wirklich ja, in der Luft so stark ist wie Mbappé. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so zumindest stärker als Ronaldinho und Vinicius. Bei der Leihkarte war es damals der Fall. Ob es bei ihm auch so ist, müssen wir mal testen. Wie gesagt, in der Weekend League haben wir bestimmt oft genug Chancen und Situationen, wo er sich auszeichnen kann. 92 Sprungkraft mit 87 Kopfballpräzision. Könnte gut sein, könnte klappen. Schauen wir mal. Also Neymar für mich schon fast eine sehr, sehr geile Karte. Sehr, sehr trippelstark. Also ich hoffe, bei ihm spielt man den Delay nicht so krass. Also geil. Also wie, ich liebe diese Spieler, die halt den Ball sehr nah am Fuß führen, weil da spielen die sich echt, als hätten die einfach kein Delay. Bei Benzema ist das nicht der Fall. 90 Dribbling. Man denkt, ey, der wird sich auch krass bewegen lassen. Wenn wir nochmal genauer hingucken, deswegen sage ich immer, guck nochmal in den Ingame-Stats. Beweglichkeit 84 ist in Ordnung. Balance 67. Man spürt einfach den Unterschied. Man spürt einfach, ja, dass er wirklich sich viel träger bewegen lässt. Also Dribbling, finde ich, ist irgendwo ein Minuspunkt, wenn du halt Spieler wie Mbappé, Neymar gewohnt bist. Ansonsten muss ich sagen, seine Laufwege sind nicht immer optimal. Jetzt so gegen die zwei, die einfacher zu besiegen war, ja, sah es ein bisschen cool aus noch. Aber meistens sehe ich immer nur Neymar, Mbappé am Rennen und er versteckt sich irgendwo. Außerdem, ja, in der Luft könnte er stark sein, aber hat auch jetzt, ja, kein Kopfballtor gemacht. Könnte aber stark in der Luft sein. Und ja, Abschluss ist stabil. Also wenn ihr darüber hinaus sehen könnt, dass er halt nicht das beste Dribbling hat, wenn ihr es nicht braucht, vielleicht mit bestimmten Anweisungen, dass er vorne bleiben soll, wurde mir gesagt, ja. Also wenn ihr so in der Taktik spielt, dann könnte ich ihn vielleicht empfehlen. Also abschlussstark ist er auf jeden Fall. Pace ist in Ordnung. Und ja, wie gesagt, er kommt auch gut mit hin, nach hinten mit, durch die Stärke von 91, kann auch hier und da mal einen Zweikampf gewinnen. War, ja, habe ich gemacht, weil er 50.000 gekostet hat. Wir werden vielleicht heute Abend weiter testen oder Hernandez, die mittlere Icon-Version, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, was auch vom heutigen Video, wird ein bisschen später kommen, weil ich noch, ja, wie gesagt, zum Friseur muss. Wir können hier nochmal ganz kurz meine Verkäufe durchgeben, wir sind wieder hoch auf 116.000 Münzen. Innenverkauf, Informs, wir haben noch einige Informs durch die Elite-Rewards. Spieler überteuert verkauft und Fährmann, ja, den hatte ich noch gehabt, 13.000, hätte ich mehr geholt, ne, den für 4.000 geholt, zu krass. Ja, meine Verträge sind nicht, bin ich echt fast los, ich habe glaube über 300 Verträge die letzten Tage verkauft, oder die letzte Woche, für 400, jetzt habe ich die schon reingestellt, die gehen immer noch weg. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss kommen, ein Pack noch, wenn da nichts kommt, ey, dann kommt da nichts. Machen wir schnell ein Premium Elektrum Spielerset auf 6 Gold, 3 selten. Ja, no Walkout. Dann würde ich sagen, was ist vom heutigen Video? Schreibt mir in den Kommentarbereich. Habt ihr das mit YouTube auch dieses Problem? Und wenn ja, habt ihr es irgendwie gelöst bekommen? Und zweitens, was sagt ihr über Twitch? Streaming? Hat das eher mehr Zukunft? Soll ich es irgendwie aufteilen? Oder soll ich auf YouTube bleiben? Alles in den Kommentarbereich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend beim Stream wieder. Ciao!